Guten Morgen, Leute, und willkommen zu einem neuen Vlog. Oh Gott, ich sehe so fertig aus. Ich bin gerade wirklich vor 2 Minuten erst aufgewacht. Ich werde jetzt zum Arzt fahren. Ja, wir haben den 2. Januar, das Jahr fängt schon gut an. Ich habe da schon was länger was und wir haben das euch nie irgendwie so gesagt, weil ich jetzt auch nicht immer so, keine Ahnung, immer alles erzählen wollte und ich das auch irgendwie immer dann alles auch so viel fand. Keine Ahnung, Kobe war letztens im Krankenhaus und dann, ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, bei uns beiden läuft es im Moment nicht so gut. Wir haben immer irgendwas anderes. Und ja, ich habe jetzt auch ein kleines Problemchen, schon was länger, was ich jetzt mal untersuchen lassen möchte, nochmal. Und zwar habe ich seit längerem Nierensteine, was aber sehr wenig ist, was nicht so schlimm ist. Und seit längerem, was schlimm ist, Gallensteine. Und meine Niere, da sind halt nur so ein paar vereinzelte Steine drin und in meiner Galle, die ist halt komplett voll. So, und das verbreitet mir halt extrem starke Bauchkrämpfe und Bauchschmerzen. Ja, keine Ahnung, es wird halt, umso länger man wartet, immer schlimmer. Und jetzt musste ich letztens zu einem Vertretungsarzt, weil mein Arzt nicht da gewesen ist. Und der meinte halt auf jeden Fall sofort ab ins Krankenhaus und operieren lassen. So, das war ein paar Tage vor Weihnachten, da hatte ich dann aber auch irgendwie so nicht. Ich meine, so kann ich es nicht nach Weihnachten machen. Er meinte so, ja klar, sterben werden sie davon jetzt nicht, ne, aber man sollte es schon relativ schnell behandeln. Und ja, jetzt haben wir den 2. Januar und es ist immer noch nicht besser geworden. Und jetzt fahre ich zu meinem richtigen Hausarzt. Lasse das da nochmal checken und frag mal nach, was der sagt. Und ja, ich habe im Internet gelesen und mir sagen lassen, dass das theoretisch, ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt kein Arzt, auch mit Medikamenten zu behandeln ist oder dass die da dadurch dann irgendwie klein werden und ich die Summe dann ausspüle. Puh, keine Ahnung, ich hoffe nicht, dass ich jetzt das Pech habe, am 2. Januar operiert werden zu müssen. Aber wir werden es sehen. Ich nehme euch mit. Guck mal, wie ich aussehe. Total fertig. Meine Haare waren, ich war gestern duschen. Ja. Na gut. Ich fahre jetzt erstmal und dann melde ich mich gleich wieder. So, Leute. Fast eine Stunde später. Ja, doch, eine Stunde später. Bin ich wieder zu Hause. Was ist so laut hier? Die Müllabfuhr oder irgendwie sowas ist draußen. Sekunde. Oh Gott. Ja. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Der Arzt hat das alles nochmal kontrolliert und bestätigt mit den Gallensteinen, was der Vertretungsarzt letzte Woche oder schon was länger her auch gesagt hat. Und ja, jetzt hat er mir eine Überweisung gegeben fürs Krankenhaus. Ich habe nicht so Lust darauf, jetzt wirklich ins Krankenhaus zu gehen, wenn Kobe eigentlich arbeiten ist. Aber ich habe jetzt mit ihm geschrieben und der Hausarzt hat auch gesagt, dass ich sehr wahrscheinlich hingehe und einen Termin kriegen werde für eine Operation, weil das ja eigentlich nichts, ne, Lebensgefährliches ist. Tut halt nur Schweine weh. Ja, deswegen habe ich jetzt zu Kolby gesagt, ist schwachsinnig, wenn ich jetzt warte, bis er heute Nachmittag um 4 oder so von der Arbeit kommt und wir uns dann da zusammen hinsetzen, doof, nochmal 3-4 Stunden, keine Ahnung, wie lange das in einem Krankenhaus dauert, ne? Ist ja immer unterschiedlich. Da habe ich jetzt gesagt, komm, fahre ich jetzt alleine hin, setze mich da einfach hin, warte, bis ich dran komme, dann kontrollieren die das ja nochmal alles und lass mir dann einen Termin geben für eine Operation. Vielleicht machen sie es heute, ich lege es dann aber halt auf den Nachmittag, wenn Kobe da ist. Vielleicht machen sie es morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht nächste Woche, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal nach Hause gefahren, weil ich mir noch ein Ladekabel holen wollte. Und weil ich mich mal richtig anziehen wollte, so wollte ich jetzt nicht den ganzen Tag im Krankenhaus da rumsitzen. Mache ich jetzt mal. Dann fahre ich jetzt ins Krankenhaus und halte euch auf dem Laufenden, was der Tag noch so bringt. Ja, ihr werdet dann jetzt sehen, was der nächste Einspieler ist. So, Leute, was geht ab? Was geht? Ach du, hey. Komm her, ich wollte gerade anfangen zu vloggen. Ja, schön. Hey. Hi Leute, ich weiß ja gar nicht, was Mone schon alles erzählt hat, aber ich wollte euch jetzt auch mal begrüßen. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen, habe jetzt ein bisschen aufgeräumt,
Spülmaschine angemacht, ein bisschen was getan. Und jetzt ist mein Engel gerade aufgeraucht. Oh, ja, ich habe vergessen, bevor ich zum Arzt gefahren bin. Mhm. Und ein Video bekommen bin. Und als ich vom Krankenhaus wieder gekommen bin, habe ich schon noch vergessen. Also hast du nicht mehr geloggt seit heute Morgen? Nee. Boah, okay, dann müssen wir echt. Ist nicht schlimm. Dann haben wir extrem viel nachzuholen. Was hast du denn vor dem Arzt alles schon erzählt? Was mit mir ist und warum ich da hin muss. Okay, ja. Also im Krankenhaus ist soweit so rausgekommen, dass Simone Blut abgenommen hat. Natürlich erstmal. Stopp, Leute, 12-mal. Ja. Ich hab, also eingestochen für 2-mal runternehmen. 12-mal eingestochen. Ich kann meinen, also der Arm so tut weh, okay, aber der hier, ich kann ihn null bewegen, ich spüre den kaum noch. Ich habe so Schmerzen, das ist unfassbar, wirklich. Ja. Und das bei einer Patientin, die Panik hat. Ja, also es war echt schon wieder richtig unser Glück. Auf jeden Fall ist jetzt dabei rumgekommen, dass auch das Krankenhaus definitiv gesagt hat, dass eine Operation nötig ist. Ich weiß ja nicht, ob Mona das alles schon erklärt hat, aber sie hat auf jeden Fall Gallensteine, die rausoperiert werden müssen. Sie hat jetzt für Freitag einen OP-Termin bekommen, ist jetzt die Woche über erstmal krank geschrieben, damit sie sich ausruhen kann und ein bisschen so auf die OP vorbereiten kann. Tatsächlich zum neuen Jahr erstmal absolute Katastrophe so. Jetzt wieder operiert werden, wieder im Krankenhaus und also sie wird mindestens das ganze Wochenende und dann irgendwann vielleicht Montag oder Dienstag wird sie rauskommen. Hoffen wir mal überhaupt, dass alles gut geht. Ne? Man weiß ja nie bei Vollnarkose und so. Das war ja bei mir beim Blinddarm auch, nur dass bei mir alles so auf einmal kam und ich irgendwie am gleichen Tag noch operiert wurde. Jetzt können wir uns zumindest ein bisschen darauf vorbereiten. Dann meinte der Arzt einfach nur so zu mir, dass ich mich halt darauf einstellen kann, dass es sehr schmerzhaft werden wird, dann nach der Operation, weil halt Rippenbereich, ich sag so, armer geil. Und dann, wie war denn das? Dann meinte ich so, ja gut, aber dann kann ich ja dann Schmerzmittel nehmen, so und so. Er meinte dann aber auch so, ja, aber nicht so viele, bis die komplette Luft aus dem Bauch raus ist, weil das dann irgendwie so ist. Einen Tag nach der OP spätestens werden die mich zwingen, aufstehen zu müssen, weil die ganze Luft auf dem Bauch noch nicht raus ist. Hey. Und dann muss ich mich hinstellen und sobald ich einmal stehe, geht die Luft komplett von den Rippen hier oben einmal komplett runter. Das heißt, die kracht dann einmal runter. Und dann wird meine komplette Schulter so absägen und wehtun. Ich meine, sehr vielen Dank für die tolle Information. Ja, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich werde Mone dann gut versorgen. Also, dass sie Freitag operiert wird, ist sehr gut. Ich werde mir dann extra den Tag Urlaub nehmen. Ich muss da eigentlich arbeiten. Aber ich habe mir ja schon alles mit dem Chef geregelt. Ich werde dann Urlaub bekommen. Ja, alles schon geregelt. Ich werde dann einfach bei ihr sein, bei der OP, wenn sie aufwacht und alles so, wie sie es bei mir natürlich auch getan hat. Wir halten ja immer zusammen, das wisst ihr ja. Und dann werde ich das Wochenende einfach da bleiben. Gott sei Dank wohnen wir jetzt vom Krankenhaus nicht mehr so weit entfernt. Ist schon ganz gut so, dass es jetzt am Wochenende ist, weil wenn es jetzt in der Woche wäre, hätte ich komplett nicht da sein können oder ich hätte halt jeden Tag Urlaub nehmen müssen. So ein Ding, das kann wieder nur uns passieren, ne? Irgendwie, komm, wir fahren dann ganz jetzt an der Hand. Zeig mal kurz das an der Hand, an der linken Hand, an der rechten Hand. Hey Leute, hier, ey, 12 hier. Mal haben die mich gestochen. Ich kann nicht mehr, ne? Ja. Wirklich. Hast du hier am Arm auch alles? Die haben nur da, wo es dann am Endeffekt geblutet hat, nirgendwo ist was rausgekommen. Und ich weiß nicht, warum. So. Beim ersten Mal hat es hier versucht. Da kam nichts und sie meinte schon so, oh Gott. Ah ja, da sieht man es. Ja, sie meinte schon so, oh Gott, tut mir leid. Ich sag so, nee, alles gut, weil das hat wirklich gar nicht wehgetan. Dachte ich, ja, komm, darfst du nochmal, soll sie nochmal versuchen. Wo hat sie dann versucht? Dann hat sie irgendwo, genau, hier hat sie dann versucht und dann kam nichts und dann ist sie schon so voll zittrig geworden. Sie sagt, tut mir leid, ich sag, kein Problem. Und das ist schon mal bei ihnen vorgekommen. Ich sag so, nee, eigentlich nicht so, aber egal. Und dann hat sie eine Ärztin gerufen. Die Ärztin hat dreimal hier an meiner Hand. Dreimal. Und die Hand, ich weiß nicht, viele vielleicht wissen das von euch, viele an der Hand tut das extrem weh. Hier gar nicht so. Die Ärzte, selbst die Ärzte meinte zu mir, darf ich an der Hand, weil das weh tut, da brauche ich ihr Einverständnis. Ich sag so, ja, machen so ich. Und bei ihr kam auch nichts. Und dann hat sie den Oberchef gerufen und er hat es auch nicht hinbekommen, erst beim zweiten Mal. Oh Mann. Ja, das ist sowas, also 12-mal kein Blut kommt, das ist ja, also 10-mal lang kein Blut kommt, das ist schon. Die haben alle so Panik bekommen. Ich sag's dir, ich bin geil. Die dachten bestimmt, du bist ein Vampir. Ja, die haben so Angst bekommen. Die haben sich auch 1000-mal bei mir entschuldigt. Ich sag's dir, da können sie ja jetzt nichts fühlen. Aber die haben da reingestochen. Ich habe mich gefühlt wie so ein Fleischbrulette, Mann. Oh Mann. Naja, mal sehen. Aber es ist einfach wieder unser
Pech, Glück, wie auch immer man das nennen soll. Ich mache mich jetzt gerade auf den Weg zum Einkaufen. Und zwar Mone, das war das Falsche, ich muss hier in den Keller. Mone bleibt jetzt zu Hause, liegt noch was im Bett. Die ist immer noch sehr, sehr, sehr kaputt von dem Blutabnehmen und so und von der ganzen Aufregung heute. Das hat sie schon irgendwie ein bisschen fertig gemacht. Deswegen erledige ich heute alleine die Einkäufe. Ich fahre zu Lidl einfach ein bisschen was holen. Ja, ich bin irgendwie jetzt, sie bekommt das ja jetzt nicht mit. Ich bin extrem aufgeregt und nervös und durch den Wind. Wegen der ganzen Sache, wegen ihr, weil mich nimmt das persönlich immer mit. Einfach so, wenn mit irgendwas ist, wenn es ihr nicht gut geht und so, das zerreißt mir irgendwie das Herz. Deswegen, wenn du das hier siehst, ich liebe dich und wir werden das auf jeden Fall schaffen. Keine Ahnung, das ist irgendwie so. Ja, irgendwie alles blöd. So, das habe ich jetzt alles gekauft. Zewa, hier was für mich. Den hat Mone sich gewünscht, diesen extra lockeren Sahnepudding. Zott Monte für sie als kleine Überraschung und als extra für sie, für die gute Besserung, Erdbeer Strawberry Cream, Milka Herzen. Weiß ich nicht, doch, Tisch ist vielleicht ganz angebracht, bringe ich jetzt mit. Und dann, ja, ich hoffe, sie freut sich. So Leute, ich habe der Mone jetzt so ein kleines, leckeres Menüchen hier zusammengestellt. Ich werde ihr das jetzt hochbringen. Ich denke mal, entweder sie schläft oder sie ist am Dösen. Ich denke, sie wird sich freuen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hoch. Ich hoffe, ihr fällt jetzt nichts runter. Ich drehe das mal andersrum, damit ich ihr das direkt so geben kann. So, machen wir hier Licht aus. Ein kleines Snackmenü für dich. Damit du nachher schnell wieder gesund wirst. Hast du das mal bekommen? Ja, einen aber nur. Nee, aber nur einen. Oh, den kleinen Bonus. Nein. Oh mein Gott. Bleib liegen, du bist krank. Ich hab nicht gehört, dass du gekommen bist. Hast du denn gedacht, bin ich? Ja, weiß ich nicht. Ich habe niemand nichts gesehen. Ich habe ohne Brille sehe ich hier nichts. Oh Gott, hab ich. Oh mein Gott, du bist so goldig. Lass es dir jetzt erstmal schmecken. Darf ich die alle aufessen? Ja, darfst du. Ja. Ich da um die Ecke auf die Treppe gestellt. Tut mir leid. Ah, Leute, wir haben jetzt den ganzen Abend einfach ein ganz chilling gemacht. Mone hat, ich zeig euch das mal. Nee, darf ich euch nicht zeigen, ist ja noch ein kleines Geheimnis. Sie hat auf jeden Fall auf was im Büro gelegen und ich habe gezockt mit Hans und mit Elmo und Willi und Grüße gehen raus und die alle. Aber das darf ich euch da hinten noch nicht zeigen, Leute, das ist noch ein kleines Geheimnis. Jetzt nimmt die Mone gerade ihre Pille, mir geht's einigermaßen so. Ja, meine Hand tut halt weh, aber... Ja, naja, aber ihr wisst, Leute, wir ziehen weiter durch, wir geben die Hoffnung nicht auf. Zusammen. Ja, zusammen können wir irgendwie alles schaffen, das wissen wir auch. Aber na, trotzdem natürlich muss man schon sagen, dass das alles eine sehr verzwickte Lage ist und dass das alles sehr, sehr blöd auch enden kann mit Mone im Krankenhaus. Ja, es ist aber trotzdem Gott sei Dank noch ein Routineeingriff, also ja. Wie auch mein Blinddarm. What the fuck? Oh mein Gott, was ist mit der Kamera? Nein. Was ist passiert? Wieso ist sie so verschwommen? Ach, du Jemine. Leute, ihr seht uns jetzt total verschwommen. Warum hast du das da hinten auch das Gefrierfach auf? Oh nein, der Fokus ist schon wieder hängen geblieben. Das, was schon mal passiert ist? Ja. Aber das kriegst du doch wieder hin, oder? Mein Gott, Leute. Ja, warum hast du das Gefühl? Wartet mal ganz kurz. So, Leute, ich hab's wieder repariert. Das ist Gott sei Dank weg. Jetzt kann ich auch das Gefrierfach aufmachen. Lass es zu,
in ja, diesem Schauerpastier, da habe ich die Kamera runtergeschmissen. Ne? Ach du Jemine. Oh, da bin ich schon. Die zum Glück hätte jetzt vor Angst gehabt. Zum Glück war es nicht ich schuld, das letztes Mal. Gott. So Leute, Mone ist jetzt, glaube ich, duschen gegangen oder so. Ich werde jetzt hier schon mal Netflix anmachen. Da werde ich wahrscheinlich vielleicht selber noch duschen gehen. Ja, Leute, im nächsten Vlog werdet ihr ja quasi sehen, wie Mona operiert wird. Das wird der Tag der OP sein, die wir dann vloggen, genau. Ja. Ist alles ein bisschen blöd, aber naja. Ich soll euch auf jeden Fall von Mona nochmal danke für eure Unterstützung sagen und ja. Wir sind alle sehr aufgeregt, deswegen, ich kann jetzt auch nichts mehr sagen. Naja. Wenn euch der Vlog trotz der ganzen schlechten Nachrichten trotzdem gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und ihr könnt den Kanal natürlich auch kostenlos abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog im Namen von Mon und mir. Wir haben euch lieb. Bis dann. Ciao.